Attacou. Attacou. Jo. Das sind unsere Speer. Falkenauge und seine gezähmten Delawaren. Die Freunde des Colonels. Röhren, Sergeant. Melde gehorsamst, unsere Speer kommen zurück. Sie sollen sich bei mir melden. Hier. Wer sind die Speer, Major Hayward? Falkenauge und sein Delawaren, Sir. Chingachgook und sein Sohn Uncas. Die besten, die wir haben. Ich wüsste keine, die gerissener wären. Falkenauge und seine Delawaren zur Stelle, Sir. Danke, Sergeant. Kommen Sie, Falkenauge. Frühstücken können Sie auch noch später. Was haben Sie mir zu melden? So gut wie nichts. Zwischen dem See und dem Fort rührt sich gar nichts. Nichts, auf was sich schießen lässt. Nicht mal zum Spaß. Was haben Sie gesehen, Falkenauge? So gut wie nichts. So etwas nenne ich keine Meldung. Ich wünsche, Einzelheiten zu hören, wenn es gefährlich ist. Major, ich würde es doch nicht verschweigen, wenn ich etwas gesehen hätte. Chingachgook, erzähl du dem Major, was du gesehen hast. Ich habe das große Wasser und sehr viele Bäume gesehen. Uncas, was hast du gehört? Den Wind habe ich gehört. Und das Zwitschern der Vögel. Major, lassen Sie sich doch nicht zum Narren halten. Es ist so üblich hier in den nordöstlichen Provinzen. Es scheint so, Sir. Danke, Sie können den Indianern zu essen geben. Zu Befehl, Colonel. Und ich werde meine Nase auch in den Futterbeutel stecken. Sie ermutigten die Kerle zu Vertraulichkeiten. Wir haben die Leute oft genug entmutigt. Und was ist der Erfolg gewesen? Major, es ist Ihr großes Glück, einen Schotten zum Vater zu haben. Aber Sie haben das Pech, unter Sklaven gelebt zu haben. Falkenauge behandelt mich, als ob er ein schottischer Bauer wäre. Oder wie ich einen schottischen Adligen behandeln würde. Ich habe Ihre Vorrechte missachtet. Ja, das haben Sie. Bei Gott, ich wünschte, ich hätte Sie noch. 40 Jahre diene ich in der Armee. Und davon war ich keine 5 Jahre in Schottland. Major, ich kenne meine Töchter kaum. Während ich hier in Fort William Henry stehe, sind sie zu heiratsfähigen Mädchen herangewachsen. Dieser amerikanische Feldzug ist bald vorbei, Sir. Wir treiben Montcalm und seine Indianer bis nach Kanada. General Montcalm ist da sicher anderer Ansicht. Der kommt nicht hier runter, das wagt er nicht. Wer weiß. Warum lassen Sie Ihre Töchter nicht nach New York oder Albany reisen? Dort kann Ihnen nichts passieren. Viele Offiziersfrauen wohnen in den östlichen Provinzen. Meine Töchter haben mich oft genug darum gebeten. Meine älteste Tochter Cora tut es immer wieder. Alice ist zurückhaltender, sie bittet seltener darum. Lassen Sie sie kommen. Ich möchte lieber nach Hause fahren. Richtige Kriege gibt es nur bei uns in Europa, nicht hier in dieser amerikanischen Wildnis. Ja, Sir. Die in Edinburgh könnten mir wenigstens einen Monat Urlaub geben. Nein. Daraus wird sicher nichts werden. Wer hier erst gelandet ist, der wird wohl kaum wieder wegkommen. Nun, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt... Meiner wohlproportionierten Tochter wird es nicht gefallen, mit einem Berg verglichen zu werden, Major Hayward. Miss Monroe, bin ich aus dem Takt gekommen? Schon verziehen, Mr. Grant. Ich langweile Sie vielleicht? Durchaus nicht. Sie scheinen heute so melancholisch. Sicher macht es Sie traurig, dass unsere Truppen ihre Heimatgarnison verlassen und zum Dienst nach Übersee gehen. Stimmt. Mich aber nicht, weil ich weiß, dass ich Sie bald in Amerika wiedersehen werde. Und Miss Alice natürlich auch. Selbstverständlich. Thank you.
unter diesen Umständen weigere ich mich, traurig zu sein. Die Umstände, Mr. Grant, sind nicht jedermanns Geschmack. Sicher sehen Sie meinen Vater früher als ich. Die Verzögerung dürfte nicht allzu groß sein, Miss Monroe. Sie fahren auf einem Truppentransporter und meine Schwester und ich auf einem Passagierschiff. Nur zu anderer Zeit und auf anderer Route. Ich sehe nicht ein, warum wir nicht mit demselben Schiff segeln. Das wäre sicher ganz reizend, aber es ist nicht möglich, Miss Monroe. Keine Lady erträgt die Annehmlichkeiten eines Truppentransporters. Eine Lady wird alles ertragen, wenn sie ihren Vater wiedersehen kann. Aber Miss Monroe, diese Männer, Sie kennen sie vielleicht, aber ihre anstößigen Reden und ihre gemeinen Flüche kennen sie nicht. Die Tochter eines Soldaten ist in solchen Dingen weniger empfindlich, als sie annehmen. Glauben Sie mir, es würde nicht gut gehen. Mr. Grant, ich fürchte, ich bin wirklich etwas müde. Natürlich, das verstehe ich. Sie erlauben. Danke. Mein Liebes, du siehst sehr echauffiert aus. Vor lauter Übermut, Cora. Obwohl die Konversation anstrengend ist. In der Unterhaltung sind die jungen Männer doch recht hartnäckig. Sie erwarten dauernd eine passende Antwort auf ihre Komplimente. Und da fehlt's mir an Erfahrung. Alice, ich wünschte mir, wir würden auch schon morgen abfahren. Nur allzu gern würde ich alle jungen Männer Schottlands gegen unseren Vater eintauschen. Das würde ich auch. Möchtest du Schottland wirklich verlassen? Lieber wäre es mir, wenn unser Vater hierher kommen könnte. Der arme Mr. Grant sieht völlig verstört aus. Oh, Mr. Grant scheint mir recht töricht. Anscheinend hat er bei Cora keinerlei Chancen. Er wäre auch dumm, wenn er auf solche Chance reinfallen würde. Warum denn dumm? Er hat wenig eigenes Vermögen und Colonel Munros Liegenschaften sind nicht unbeträchtlich. Coras Erbe durfte wohl jeden ehrenhaften Ehemann in Verlegenheit bringen. Ich verstehe nicht, worauf Sie anspielen. Ihr Teint ist doch ziemlich auffallend, nicht wahr? Ein etwas aufmerksamerer junger Mann als Mr. Grant. Trottel ausgenommen würde das merken und jeder Mann in der westlichen Welt würde gern darauf verzichten, eine Cora Monroe zur Frau zu nehmen. Ausgenommen natürlich in Amerika. Und da kauft man Pferde von jeder Farbe. Farbe? Sie wollen doch nicht etwa damit sagen... Ihre Großmutter mütterlicherseits war eine Mulattin. Du lieber Himmel. Colonel Monroe hat die Tochter eines Sklaven geheiratet, eine Negersklavin. Wusste er das? Na und ob. Oh. Aber der jahrelange Dienst in Übersee lässt feine Empfindungen sehr schnell versiegen. Glücklicherweise ist die Mutter gleich nach Coras Geburt gestorben. Und als Mr. Monroe von drüben zurückkam, nahm er sich eine schottische Adlige zur Frau, Alices Mutter. Ich habe aber des Öfteren gehört, dass Cora Colonel Monroes besonderer Liebling ist. Mr. Grants Liebling auch. Ach, Männer sind doch oft mit Blindheit geschlagen. Miss Monroe... Ja, Mr. Grant? Miss Monroe, es ist mir eben eingefallen, sicher werde ich erst dann das Vergnügen haben, Ihren Vater zu sehen, nachdem Sie und Miss Alice dort angekommen sind. Und warum? Colonel Monroe ist Kommandant von Fort William Henry. Das ist ein Vorposten, Miss Monroe. Das ist mir bekannt, Mr. Grant. Ich muss mich im Hauptquartier von General Webb melden. Und das ist in Fort Edward. Das ist mir auch bekannt. Ich will damit sagen, dass ich in Fort Edward stationiert sein werde. Ich verstehe. Danke, Mr. Grant. Sehr freundlich, Mr. Grant. Vielleicht will es der Zufall und wir treffen uns in Fort Edward. Wir würden uns freuen, Sie dort zu sehen. Danke, Miss Alice. Ich fürchte, General Webb wird es nie gestatten, dass sich Damen in die Wildnis wagen, bis zum Vorposten Ihres Herrn Vaters in Fort William Henry. Ich habe Ihnen für die Information zu danken, Mr. Grant. Keine Ursache, Miss Monroe. Ich habe bisher nicht die Bekanntschaft von General Webb gemacht. Und er kennt mich ebenso wenig. Sieh mal, wer da kommt. Der hat uns ja gerade noch gefehlt. Wohl fahren, da kommt Jant, wie? Ich? Ach, Sie bewundern meinen Pferdchen, Freunde. Bewundern? Hören Sie zu, das Tier ist kein gewöhnliches Pferd. Oh nein, dieses Ross stammt von der anderen Seite des Globus. Es ist auf der kleinen Insel geboren, jenseits des großen Wassers. Ach, du spinnst ja. Wenn ich das sage, schneide ich nicht auf, Sir. Denn ich bin selbst in England gewesen. Ich habe Frachtsegel auf der Themse gesehen, die Zuchthengste für Westindien geladen hatten. Viele edle, vollblütige Pferde waren darunter, aber nicht eins war dabei, das auch nur annähernd dem Streitross der Bibel glich, wie dieses edle Tier. Es weidet im grünen Tal, es erfreut sich seiner Stärke. Es geht hinaus, den Feind zu treffen. Ja, meine Freunde, in diesem Pferd sehen wir den reinblütigen Urenkel des Pferdes von Israel auf uns und unsere Zeit überkommen.
Es wiehert inmitten der Trompeten. Es wittert ein Gefecht aus der Ferne. Willst du deine Seele mit Psalmengesang erfrischen? Ja, ich Wenn weiß du es nicht. Willst, sofort erheben wir unsere Stimmen zum Lobe des Herrn. Oh, hör mich an, o Herr, mein Gott, mach, dass wir hier nicht zu Schanden werden. Herr soll der Teufel holen. Bring's ihn rein. Sie wissen, wie ich über betrunkene Indianer denke. Jawohl, General. Hat er was angestellt? Er ist Amok gelaufen. Hat versucht, eine Frau anzufallen. Eine weiße Frau, Sir. Woher ist der Schnaps? Das weiß ich nicht, Sir. Sie werden es rausfinden. Jawohl, Sir. Sergeant, suchen Sie aber am richtigen Platz. Ich will, dass die Rothäute nicht mal Schnaps riechen, geschweige denn sich damit volllaufen lassen und Dummheiten machen. Sie sind mir dafür verantwortlich, verstanden? Ja, Sir. 250 Stockschläge. Ich wünsche, dass ein ganzer Stamm es mit ansieht. Ja, Sir. Abführen. Haltet ihn fest. Festhalten, festhalten. Er hat sich eine Zugabe verdient. 250 bei Sonnenuntergang und nochmal die gleiche Ration am nächsten Morgen. Ja, Sir. Schafft ihr mir aus den Augen. Vorwärts. Was hat er getan, Magua? Weißer Soldat, geben ihm Feuerwasser für Schlafen mit Squaw. Er kennt die Vorschriften. Weißer kennt keine Vorschriften. Der Soldat wird bestraft. Wie ist Ihre Ansicht über die Lage vom Fort William Henry, Herbert? Meine, Sir? Sie haben Spähtrupps rund um den See und auf dem See eingesetzt, nicht wahr? Ja, Sir. Natürlich werde ich Colonel Monroe darüber berichten. Natürlich. Aber auch der jüngste Major kann eine eigene Meinung haben. Hey, Watt, jeder Kommandant eines Forts trägt eine verdammt große Verantwortung. Ja, Sir. Deswegen sind Monroes Berichte immer übervorsichtig, fast pessimistisch. Nun, ein junger Offizier wie Sie mit etwas Kriegserfahrung hat eine ganz andere Auffassung. Hey, Watt, haben Sie irgendwelche Truppenbewegungen oder Indianer auf dem Kriegspfad in der Nähe des Fort William Henry oder beim Heiligen See bemerkt? Gibt es Anzeichen dafür? Nein, Sir. Glauben Sie, nach den Beobachtungen, die Sie gemacht haben, dass Montcalm beabsichtigt, von Kanada aus vorzustoßen und die Hudson Force anzugreifen? Antworten Sie doch. Nein, Sir. Ich nehme an, Colonel Monroe unterhält einen eigenen Kundschafterdienst. Sie nehmen an. Er hat mir noch nie etwas von eigenen Spähern gesagt. Colonel Monroe ist mit der Lage sehr unzufrieden, wie er mir schreibt. Ich glaube, kein Soldat ist mit der Lage zufrieden, in der er sich befindet. Es sei denn, er läge in sein Bett in England. Nein, Herbert. Ich sehe keinen Grund, meine Truppen völlig sinnlos zu verzetteln. Jedenfalls nicht wegen Colonel Monroes Gemütsverfassung. Ja, bitte. Was gibt's? Sir, zwei junge Ladies haben sich am Tor gemeldet. Junge Ladies? Ja, Sir. Die Damen, die gekommen sind, sind die Töchter von Colonel Monroe. Mein Gott. Sir, man hat Sie erwartet, aber nicht hier oder im Fort William Henry. Sie sollten Gäste des Gouverneurs von New York sein. Hier, junge Ladies? Am Tor, Sir. Zum Teufel, wie sind Sie denn hierher gekommen? Mit dem Schiff, Sir. Verdammt, Haver, das sind ja unternehmungslustige Mädchen. Was glauben die, wo wir hier sind, in einem Kurort? In Edinburgh, nehme ich an. Sir, soll ich Sie empfangen? Nein, tun Sie das Übliche, Major. Und nehmen Sie diesen Dummkopf mit. Miss Monroe? Ja, ich bin Miss Monroe. Ich bin Major Haywood, stationiert bei Ihrem Herrn Vater im Fort William Henry. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Darf ich Ihnen meine Schwester Alice vorstellen? Guten Tag, Major Haywood. Guten Tag, Miss Alice. Darf ich Sie im Namen von General Webb im Fort Edward begrüßen? Danke, Major. Warum heißt
heißen Sie uns nicht auch im Namen unseres Vaters willkommen? Das wird er selbst tun, im Fort William Henry. Darf ich Sie jetzt zu General Webb führen? Bewahr mich vor der Flut böser Menschen. Oh, hör mich an, mein Herr, oh Gott. Jeder Vater wäre glücklich, solche Töchter willkommen zu heißen, hübsche Töchter. Aber wäre es nicht klüger gewesen, ein bisschen zu warten? Das Schiff, was meinen Brief befördern sollte, bringt nun mich. Sie sind doch aber in New York von Bord gegangen. Ein Brief wäre nicht schneller den Hudson hinaufgefahren als wir. Sie hätten schreiben und warten sollen. Der Gouverneur wäre von Ihrer Gesellschaft entzückt gewesen. Und mein Vater wäre enttäuscht. Ich fürchte, wir sind hier nicht willkommen. Miss Monroe, Gott behüte. Besuch aus der Heimat. Noch dazu so charmanter Besuch. Ich habe das Gefühl, Major Hayward ist davon sehr angetan. Es freut mich, Ihr Heimatklänge zu hören, Major. Heimatklänge, Miss Ellis? Die Psalmen. Verzeihen Sie. Meine Heimat ist dieser Kontinent, aber weiter im Süden. Im Süden? In Virginia. Mein Vater lebt dort. Er stammt aus Schottland und er hat einige Zeit im selben Regiment gedient wie Ihr Herr Vater. Sie waren sehr gute Freunde. Tatsächlich. Sagen Sie, Major, werden in Ihrem Regiment immer Psalmen gesungen? Um die Wahrheit zu sagen, nein. Aber wir haben einen reisenden Psalmensänger im Fort, einen närrischen Burschen, einen merkwürdigen Sonderling, was in dieser Wildnis hier nicht ohne Vorteil ist. Wieso das? Die Indianer fürchten und respektieren jede Art von Verrücktheit. Muss man denn unbedingt verrückt sein, um vor dem Wilden sicher zu sein, Major? Sie machen mir Angst. Die Indianer in diesem Fort sind freundlich. Es sind Delawaren. Delawaren? Sie wurden vor langer Zeit besiegt und sind neutral. Sie kämpfen nicht mehr. Dann braucht man also nur die Indianer zu fürchten, die für die Franzosen kämpfen. Die Huronen, General Montcalms Verbündete. Die fürchten wir alle, Miss Ellis. Wann wird Montcalm mit den Huronen nach Süden vorstoßen? Wir nehmen nicht an, dass er das tun wird. Natürlich muss man immer auf der Hut sein. Darum ist also mein Vater Kommandant im Fort William Henry. Ja, er hält die Furt. Dort, wo der Hudson den Heiligen See wieder verlässt. Am Ende dieses Flusses steht dieses Fort und General Webbs Armee. Wann können meine Schwester und ich nach Fort William Henry weiterreisen? Miss Monroe, was für eine Frage. Sie müssen hier übernachten. Es ist noch nicht mal Mittag. Fort William Henry ist auf der Fahrstraße eine Tagereise entfernt. Auf Nebenpfaden ist es noch weiter. Wir reiten auf Nebenpfaden? Natürlich. Und warum? Weil es nicht so gefährlich ist. Wir werden also in Gefahr sein? Miss Monroe, Sie halten sich in einem Kriegsgebiet auf. Ich habe geglaubt, wir gewinnen den Krieg. Ist die französische Armee in Kanada oder nicht? Die Armee ist gleich hinter der Grenze aufmarschiert. Ich verstehe. Von dort können Sie jederzeit mit dem Angriff beginnen. Ja, das wäre schon möglich. Aber wenn die Franzosen die Absicht hätten, in den nächsten Stunden anzugreifen, dann wäre ihnen das doch von ihren Spionen gemeldet worden. Miss Monroe, hinter jedem Baum hier in der Prärie kann ein Indianer versteckt sein, noch dazu ein sehr unfreundlicher. Ich bitte um Verzeihung, Madam. Soldaten sind nun mal so. Ich bin die Tochter eines Soldaten. Dann wissen Sie auch, dass man Befehle befolgt. Sie und Ihre Schwester werden erst morgen zum Fort William Henry aufbrechen. Inzwischen wird ein Läufer Ihrem Vater eine Nachricht überbringen. Es wird sicher das erste Mal sein, dass eine Botschaft von mir bei Ihrem Vater Freude hervorruft. Das war das Land meiner Väter. Das weiß ich, Chingachgook. Aber deine Väter haben es auch nur jemand weggenommen, wie meine. So wie der weiße Mann? Deine Väter kamen von der untergehenden Sonne über den großen Fluss. Sie besiegten das Volk dieses Landes und trieben es in die großen Wälder. Meine Väter dagegen kamen von der Seite des Morgens über den großen Salzsee und haben euch dann das Land auf die gleiche Weise abgejagt. Wir Indianer bekämpfen uns mit den gleichen Waffen. Oder ist kein Unterschied, Falkenauge, zwischen den Pfeilen des Roten Mannes und den Bleikugeln der Weißen? Ich bin kein Gelehrter, Chingachgook. Aber wenn ich die Jagd als Vergleich heranziehe, dann war ein Hickory-Bogen in den Händen deiner Väter viel gefährlicher als die Büchse in den Händen meiner Väter. Was weißt du noch von deinen Vätern? Was sagen die alten Männer? Erzählen sie den jungen Bleichgesichtern von ihrem Kampf mit Pulver und Blei gegen den roten Mann, der nur mit dem Kriegsbeil bewaffnet war. In unserer Gegend ist es nicht üblich, dass Männer sich ans Lagerfeuer setzen und von ihren Taten erzählen. Sie überliefern sie nicht den jüngeren Kriegern? Nein, davon lesen wir, in Büchern.
Ich weiß, dass dieser Brauch nicht sehr gut ist, obwohl dieser Brauch schon sehr alt ist. Ein Mann sollte selbst erzählen, was er gesehen und getan hat. Dann wird sein Gesicht die Wahrheit seiner Worte zeigen und beweisen, dass er nicht nur geprahlt hat. Alles aufzuschreiben hat sich immer als Fehler erwiesen. Viele Männer sind so beschäftigt mit ihrer Arbeit, dass sie nur gelernt haben, als Unterschrift ein Kreuz zu machen. Du kennst nicht die Taten deiner Väter, Falkenauge? Nein, Uncas. Aber ich weiß, dass alle Bambus schießen konnten. Denn alles, was ich kann, ist mit der Büchse umzugehen. Das musste ich aber nicht erst lernen. Das hat sich von Generation zu Generation vererbt. Wie heißt das schon in der Bibel? Alle guten und schlechten Eigenschaften werden vererbt. Die Wege und Gedanken des weißen Mannes sind seltsam. Ich bin mit diesen Wegen und Gedanken auch nicht immer einverstanden. Obwohl ich ein Weißer bin. Wenn unsere Haut auch von unterschiedlicher Farbe ist, so sind wir doch Freunde, Chingachgook. Nicht wahr? Falkenauge ist ein Mann. Der Freund von Chingachgook. Guten Morgen, Sergeant. Guten Morgen, Sir. Sie wollen mich sprechen, Sir? Ja. Ich habe eine Sonderaufgabe übernommen. Rühren, Sergeant. Ich werde morgen das Exekutionskommando führen. Captain Hackett hat mich informiert, Sir. Werden Sie dabei sein? Ich bin Sergeant vom Dienst, Sir. Sergeant, ich habe so ein Kommando noch nie geführt. Ich möchte Sie bitten, darauf zu achten, dass alles nach Vorschrift klappt. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Es ist nichts Besonderes, wenn man daran gewöhnt ist. Es ist nichts dabei. Ja. Ich habe die Verurteilten besucht. Dafür werden Sie Ihnen sicher dankbar sein. Ja, ich glaube, das sind Sie. Vor allem der Jüngere. Er hat mir einen Brief an seine Frau gegeben. Ich würde nicht so viel Mitgefühl an ihn verschwenden, Sir. Er hat gewusst, was auf dieser Tieren steht. Wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, Sir. Ja, natürlich, Sergeant. Sie haben völlig recht. Gibt's hier viel Deserteure? Von Zeit zu Zeit. Die meisten Soldaten haben zu viel Verstand, das zu riskieren. Doch sie haben, weiß Gott, genug Grund dazu, eingesperrt in dieser Arche. Ich weiß, wie Sie das meinen. Es ist nicht nur das Fort, Sir. Auf dem Grund des Sees hat man Kanonen gefunden. Die liegen dort seit der Entdeckung Amerikas. Gnade uns Gott, wenn die Franzosen uns angreifen. Wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, Sir. Aber die Fahnenflüchtigen werden nicht alle erwischt. Wenn wir sie nicht selber fangen, werden sie von den Indianern geschnappt. Und ausgeliefert? Sie bringen sie ans Haupttor, Sir. Wir brauchen sie nur zu beerdigen. Die Huronen leisten gründliche Arbeit, wenn sie einen Weißen fangen. Skalpieren? Das gehört zu ihren Finessen, Sir. Danke, Sergeant. Rühren, Grant, bevor Sie einen Wadenkrampf bekommen. Ich habe Ihnen für heute Morgen das Hinrichtungskommando übertragen. Man hat es mir schon mitgeteilt. Ich habe Sie dafür ausgewählt, weil ich hoffe, dass es Sie aus Ihrer Lethargie aufrüttelt. Es tut mir leid, wenn die Art, mit der ich bisher meinen Dienst getan habe, nicht zu Ihrer Zufriedenheit gewesen ist. Aber es fällt mir wirklich schwer, mich hier einzuleben. Ach, Sie sehnen sich nach Schottland zurück. Mein junger Freund, Sie werden Schottland nie wieder vergessen. Und wenn Sie so alt werden sollten wie Methusalem. Mein Gott, das habe ich schon erfahren, als Sie noch gar nicht geboren waren. Die Erinnerung ist immer da. Sie verfolgt einen, wo man sich auch befindet. Ja, das glaube ich gern. Haben Sie eine Freundin in Schottland? Es gibt dort ein Mädchen, das ich sehr gerne habe, Sir. Und Sie fürchten, Sie werden sie nicht wiedersehen? Das ist es nicht. Was dann? Ich weiß nicht, ob sie mich gern hat. Sie meinen, sie ist sich dessen nicht sicher? Das weiß ich nicht. Ich habe sie nicht danach gefragt. Es gibt noch andere Schwierigkeiten. Welche? Vor allem, Sir, glaube ich nicht, dass mich Ihr Vater als Schwiegersohn akzeptieren würde. Ach, er hat etwas gegen die Armee. Sir, gegen die Armee hat er ganz bestimmt nichts. Nur mein Vater ist bei Culloden gefallen. Und ich als jüngerer Sohn, ich kann ihm nicht viel bieten. Sir?
Ja, Sergeant? Meldung von Fort Edward, mit Nachtläufer geschickt. Das habe ich angenommen. Meldungen vom vergangenen Abend werden nie bis zum Morgen zurückgehalten, nicht wahr, Sergeant? Sir? Wegtreten. Großer Gott. Grant? Meine Töchter sind in Fort Edward. Ihre Töchter? Das verdanke ich Cora, meiner ältesten Tochter. Ja, Sir. Und ich habe die Kinder in New York vermutet. Welche Überraschung. Wann kommen Sie an? Im Laufe des Tages. Sicher werden Sie jetzt gerade aufbrechen. Sie glauben doch nicht, dass das ungefährlich ist. Nein, aber da Cora die treibende Kraft ist, kann ich es nicht verhindern. Grant, ich werde noch heute mit meinen Töchtern essen. Magua! Aufstehen! Magua ist hier. Glaubst du, ich bin blind? Glaubt weißer Mann, Magua ist taub? Lass deine Witze, oder du wirst ausgepeitscht! Magua hört, was weißer Häuptling sagt. Du führst meine Reisegesellschaft durch den Wald zum Fort William Henry. Die zwei Ladies sind die Töchter von Colonel Monroe. Du wirst dich also in gebührender Entfernung halten. Danke, General Webb. Die wollen also unbedingt weiterreisen. Meine Schwester und ich sind bereits 3000 Meilen gesegelt, um unseren Vater zu sehen. Wir werden doch jetzt nicht umkehren. Sie haben gesagt, es sind nur 5 Meilen bis zum Fort, General? Ja, Miss Ellis. Ihre Kundschaft haben etwas gemeldet, was die Gefahren der Reise noch größer erscheinen lässt? Nein, Miss Monroe. Ich hatte nur noch mehr Zeit, darüber nachzudenken. Ihre Sorge um unsere Sicherheit werden wir nie vergessen. Ihre Freundlichkeit auch nicht. Darf ich Ihre Freundlichkeit noch einmal missbrauchen? Wäre es nicht günstiger, wenn wir die Straße wählen? Miss Monroe, ich habe Ihnen doch schon einmal gesagt. Die Landstraße wird von den Franzosen bevorzugt angegriffen. Ich kann es Zivilisten nicht erlauben, eine Route zu benutzen, die vielleicht das Ziel feindlicher Angriffe sein wird. Also gut. Wir werden auf dem Waldpfad reiten. Sir, wir sind fertig zum Aufbruch. Vielen Dank, Hayward. Ihr Gepäck werden wir später nachschicken. Ich wünsche den Damen eine gute Reise. Danke, General Webb. Auf Wiedersehen. Was gibt's? Eine Meldung vom Fort William Henry, Sir. Mit der Anweisung, die Depesche nur dem kommandierenden General zu übergeben. Anscheinend fürchtet Colonel Monroe, dass eine dringende Meldung von mir nicht weitergegeben wird. Also gut, rufen Sie den Läufer rein. Komm! Der kommandierende General übergibt die Meldung.
Geh. Glauben Sie das etwa? Nicht eine Silbe, Sir. Montcalm und 5000 Mann. Colonel Monroe hat die Bäume gezählt und hat in seiner Fantasie hinter jeden einen Feind gestellt. Er hat sich nicht getäuscht. Er hat feindliche Truppen gesehen. Aber 5000? Es gibt keinen Indianerspeer, der so weit zählen kann. Ich nehme an, dass Montcalm einen bewaffneten Spähtrupp vorgeschickt hat. Aber ich bin nicht überzeugt, dass er vor William Henry belagern will. Von Kanonen erwähnt er nichts. Ja, ganz recht. Nur jawohl, nur gezielt! Ah! Sanitäter! Schlitzfüllen! Wir werden Monroe Verstärkung schicken, das dürfte genügen. Montcalms Späher werden das dann melden. Es liegen sicher welche zwischen uns und dem See. Eine Verstärkung der Vorbesatzung wird Montcalms Leuten sicher den Mut nehmen, aus seinem Geplänkel einen richtigen Angriff werden zu lassen. Natürlich, Sir. Schicken Sie 1500 Musketiere auf dem Landweg. Jawohl, Sir. Sir, auf dem Waldpfad sind Colonel Monroes Töchter. Herrgott, Montcalm wird da sicher keine Soldaten in Stellung bringen. Vielleicht aber Huronen als Kundschafter. Denken Sie, dass er den Waldpfad überwachen lässt? Fort William Henry ist für ihn ein lohnendes Ziel. Möglich. Falls der Weg zum Fort von feindlichen Truppen besetzt ist, wird Major Hayward sofort umkehren. Sicher, Sir. Die Verantwortung dafür liegt ja bei Major Hayward. Sir? Magua, wir rasten hier. Keine Sorge, Ma'am. Er sieht zwar so grimmig aus wie alle Huronen, aber Ihr Herr Vater hat ihn gezähmt. Ich bitte um Entschuldigung, der Imbiss ist etwas kärglich. Ich habe solchen Hunger, mir würde alles schmecken. Ich habe angenommen, wir müssten fasten, bis wir zu unserem Vater kommen. Wenn das der Krieg in Amerika ist, will ich mich nicht beklagen. Trotzdem hätte ich gern gezeigt, wie wir die Ernährungsmöglichkeiten des Landes nutzen. Ich hätte gern was für einen Kochtopf geschossen. Wir haben heute sehr viel Wild zu sehen bekommen. Auch ich hätte gern ein Stück für uns erlegt. Können Sie schießen, Miss Monroe? Trauen Sie ihr das nicht zu? Wirklich? Die Tochter Ihres Vaters. Haben Sie auch schon mit einer Muskete geschossen? Das habe ich noch nicht. Nur mit der Jagdflinte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht als Göttin Diana auf einem Maskenfest. Haben Sie schon mal Rehe gejagt, Miss Ellis? So wenig wie ich. Ich habe immer nur auf Scheiben geschossen. Ach so, eine Jagdflinte ist im Krieg nicht zu gebrauchen. Zum Scheibenschießen genügt sie wohl. Mit der Muskete schießt man auf angreifende Huronen. Oder feindliche Soldaten. Ob man Scharfschütze ist oder nicht. Wer ein gutes Auge hat und gut gedrillt ist, mäht den Gegner nieder wie die Sense das Kornfeld. Und dann greifen sie mit dem Bajonett an und machen den Rest nieder. Ja, so ungefähr. Falkenauge. Zu Ihren Diensten, Major. Einen Augenblick, Falkenauge. One moment, Hawkeye. Ladies, are you all right? Miss Connor, Miss Alice, are you hurt? Magua, for God's sake!
Ladies, please understand. To them it is an act of mercy. They believe it sets the dead man's spirit free. And now, we have to thank... Meine Damen, Ihnen ist hoffentlich nichts geschehen. Falkenauge, darf ich Sie den Töchtern Colonel Monroes vorstellen? Miss Cora, Miss Alice Monroe. Erfreut, Ma'am. Ma'am. Ich werde es Ihnen nie vergessen, Falkenauge. Und meine Schwester auch nicht. Man nennt mich Falkenauge, Ma'am, weil nichts meinem Blick entgeht. Dass Sie tapfer eingegriffen haben, habe ich bemerkt. Was? Mit dem Griff Ihrer Pistole, Major, hat sie einen Huronen niedergeschlagen. Sie, Miss Monroe? Sie haben sich in einer hoffnungslosen Lage befunden, Major. Ich musste es tun. Ich bin sehr verwundert, Miss Monroe. Aber ich danke Ihnen für Ihr Eingreifen. So, Ma'am, nachdem nun jeder jedem gedankt hat, darf ich vorstellen, meine Freunde, die Mohikaner. Chingachgook, Häuptling der Mohikaner, und Uncas, Chingachguks Sohn. Kommen Sie, Falkenauge. Wir müssen aufbrechen. Wir wollen auf dem Pfad weiterreiten. Sie sind hier ganz woanders, Major. Sie sind 10 Meilen von dem Pfad entfernt. Wir haben einen Pfadfinder. Magua. Er ist ein Hurone. Er lebt schon lange im Fort. Und hat nur auf seine Chance gewartet. Ein Mann, der nur Rachegefühle kennt und weiter nichts. Wir sehen ihn wieder, bevor der nächste Morgen kommt. Aber er wird nicht allein sein. Ich weiß einen verborgenen Pfad, wo wir ungefährdet rasten können. Aber das bedeutet für uns einen anstrengenden Marschfluss aufwärts. Gut, Falkenauge. Ihre Indianer begleiten uns. Er ist mein getreuer Hirt. Ihr sagt, der Psalmensänger. Höchstpersönlich. Der wittert jeden Kampf schon von Weitem. Ich grüße euch, Freunde. Zum Teufel, was tun Sie hier, Mann? Ich bin auf dem Weg zum Fort William Henry, Major. Ich unterrichte die Truppe des Forts im Psalmensingen. Auf wessen Befehl? Auf Befehl der Vorsehung, Major. Oh. Die Vorsehung sollte Ihnen lieber befehlen, umzukehren. Major, wir haben alle den gleichen Weg. Bleiben wir lieber zusammen. Einverstanden. Dem Colonel sind Psalmen sicher willkommen. Aber nicht so willkommen wie seine Töchter. Abtreten! Vor! Achtung! Feuer! Und wieder laden! Schneller! Das dauert ja ewig!